Am Montag, den 28. Januar, wurde der siebte Datenschutztag an der Universität Liechtenstein durchgeführt. Das Thema in diesem Jahr lautete: Habe ich wirklich nichts zu verbergen vom Preis der Privatsphäre im Zeitalter des Internets? Ich denke, dass das Thema Privatsphäre von größerer Bedeutung ist heute zumindest einmal. Ich glaube, es ist den Menschen bewusster geworden. Einerseits ist es vielleicht verblüffend, dass Menschen Daten preisgeben, die man vielleicht früher nicht preisgegeben hätte, und das weltweit, und manch einer da vielleicht etwas sorglos herangeht. Auf der anderen Seite, durch diese Sorglosigkeit und durch diese zunehmende gesellschaftliche Diskussion auch, welche Daten man denn preisgeben sollte, finden sich dann durchaus auch vielleicht doch wieder ein größeres Bewusstsein dahingehend, wie man dann vielleicht vorsichtig gewisse Daten nur preisgibt. Man zahlt halt immer mit der privaten Daten. Gerade bei WhatsApp. Die wissen relativ viel von einem, gerade oder Standort. Weil das natürlich mit dem Handy ist, kann ich genau herausfinden, wo welche Nachricht abgesendet worden ist und mit wem man Kontakt hat. Da kann schon ein relativ gutes Profil vor mir erstellen, fast wie Facebook. Weil man natürlich auch da persönliche Daten und alle möglichen Informationen hin und her lädt. Und die sehen das alles. Zunächst einmal gibt man gewisse Daten preis. In der Regel sind diese allerdings ja nicht personifiziert wirklich. Man weiß nicht, dass ich das ganz persönlich bin, sondern man weiß durchaus wohl, welches Geschlecht und aus welcher Region man stammt, wofür man sich interessiert. Und dadurch können Anbieter von solchen Diensten gewisse Interessenprofile generieren. Das heißt, ganz ähnlich wie man früher wusste, wer eine gewisse Zeitschrift kauft, interessiert sich für einen gewissen Sport oder vielleicht für gewisse Freizeit-Themen, so weiß man das heute wesentlich genauer, weil das Verhalten beim Suchen und beim Kommunizieren im Internet analysiert werden kann. Und in gewisser Hinsicht kann man sagen, zahlt man mit diesen Profilen, die natürlich für Anbieter von Produkten und Dienstleistungen von viel Wert sind. Auf der anderen Seite tut es einem nicht so weh in der Regel, aber das entscheidet natürlich jeder persönlich selber für sich, wie sensibel diese Daten sind und wie die eigene Einstellung ist, dass man solche Daten dann preisgibt. In Zukunft wird es einen Konflikt geben, Privatsphäre, Datenschutzdebatte wird sich intensivieren, es wird auch heißere Kämpfe geben, insbesondere gegen die großen amerikanischen Firmen. Facebook und Co. sind ja eigentlich amerikanische Unternehmen und die können von heute auf morgen können sie eigentlich die Netzwerke abstellen. Und gleichzeitig wissen die Leute, immer mehr wird von ihren privaten Daten, ihre Bewegungsprofil, ihre Konsumprofil werden kommerziell genutzt. Und das ist den Leuten mehr und mehr unwohl. Das heisst, Konflikte werden zunehmen, gleichzeitig sind aber die Leute fast gezwungen, um ihre Freundschaftsnetzwerke aufrechtzuerhalten, privat von sich preiszugeben.